Mitt Romney, Präsidentschaftskandidat, ein Wall Street-Kapitalist, der über Leichen geht. Für mich ist das der Mann, der uns zerstört hat. Barack Obama, ein Präsident, der Lügen verbreitet, selbst über Freunde. Er hat über Hillary Clinton gelogen. So shame on you, Barack Obama. Wenn ein Präsident nicht die Wahrheit sagt, wie können wir ihm die Führung anvertrauen? 3 Monate vor der Wahl bekämpfen sich die Kandidaten in bitterbösen Kampagnen. Für die einen eine Schlammschlacht, für andere Wahlkampf mit allen Mitteln. Ich meine, Wahlkampf, da steckt ja auch das Wort Kampf drin. Und wenn wir uns die Sprache im Wahlkampf mit Strategie und Taktiken anschauen, dann ist es ja auch teilweise Militärsprache, die da genutzt wird. Natürlich geht es im Wahlkampf um Gewinn. Niemand will verlieren. Niemand will in der Opposition sitzen. Und gleichzeitig muss man sich, glaube ich, immer noch fragen, wie weit bin ich bereit zu gehen? Er kennt sich aus hinter den Kulissen des US-Wahlkampfs. Julius Vandela kam als Basketballstipendiat in die USA. 2 Kreuzbandrisse zerstörten seinen Traum. Doch dann begann das Obama-Fieber. 2004 gründet der Deutsche einen Studentenclub für den damaligen Senator. So erfolgreich, dass Obama ihn anwirbt. Das Faszinierendste an ihm war natürlich das Charisma und diese Authentizität. Jedes Mal, wenn man die Chance hatte, mit ihm allein zu sprechen, hat er wahnsinnig viele Fragen gestellt. Es war nicht so, dass er der abgehobene Kandidat war, sondern er hat dann gefragt, wie läuft's bei dir? Wie sieht deine Arbeit aus? Was genau machst du gerade? Als Youth Vote Director half Vandela im Swingstaat Missouri Wähler werben. Mit Techniken, die in Deutschland kaum legal wären. Eigens entwickelte Software-Spione sammeln und verknüpfen Daten von Millionen potenzieller Wähler. Besonders effizient die Erfindung des sozialen Netzwerks mybarackobama.com. Die Obama-Kampagne gibt die Möglichkeit, sich für die eigene Community, mybarackobama.com, mit Facebook Connect anzumelden. Was die Obama-Kampagne davon für Nutzen hat oder Mehrwert hat, ist, dass sie dadurch sofort auf sämtliche meiner Facebook-Daten zugreifen können und können sogar so weit gehen, dass sie sagen, sie posten unter meinem Namen auf meiner Facebook-Pinnwand, was natürlich toll ist, weil sämtliche meiner Unterstützer denken, ich hätte hier sehr, sehr positiv über Obama gepostet. Das heißt, ich kann mithilfe des Internets eine kleine Armee von Wahlkämpfern mobilisieren, die meine Arbeit macht, nur viel authentischer, weil die mit ihren eigenen Freunden sprechen. Die Kampagne kapert aber nicht nur den Facebook-Auftritt ihrer Anhänger. Um Wähler zu ködern, kämpft man auch mit neuen Smartphone-Apps. Darauf für jeden nutzbar, Name, Anschrift oder politische Haltung potenzieller Wähler. Die iPhone-App hat die Möglichkeit, für mich durch die Straßen zu laufen und zu sehen, hat mein Nachbar schon für Obama gewählt oder ist er für Obama? Ich klopfe an seine Tür, sehe, dass er vielleicht noch kein Obama-Wähler ist, bekomme ein Skript, mit dem ich die Konversation führen kann mit diesem Herrn Smith, spreche mit ihm kurz und frage ihn, Herr Smith, haben Sie sich überlegt, ob Sie schon für Obama wählen wollen oder nicht? Wenn Herr Smith ja sagt, dann gebe ich das in meine iPhone-App rein. Die Daten werden in Windeseile zurück an das Kampagnenhauptquartier in Chicago gesendet. Und so weiß die Obama-Kampagne sehr, sehr genau, wer die Unterstützer sind, wen sie am Wahltag mobilisieren sollen, wer aber auch vielleicht für die Republikaner wählt und wer auf keinen Fall noch eine Erinnerung bekommen soll, am Wahltag wählen zu gehen. Obamas Online-Offensive, 1,3 Millionen Spender mobilisierte sie allein 2012, ist so erfolgreich, dass längst auch die Republikaner mitrüsten im Netz. Doch auch die neuen Medien sind mit Kosten verbunden. Sie machen teure Kampagnen noch teurer und erhöhen so die finanziellen Hürden, die überwinden muss, wer in den USA politisch aktiv werden will. Es geht einfach mittlerweile um sehr, sehr viel Geld. Nicht nur die Macht des einzelnen Politikers, sondern um die Macht der Leute, die auch darum sind. Für Vandela sind die sogenannten Super-PACs der Fehler im System. Anfang 2010 erlaubte der oberste Gerichtshof die Gründung dieser Wahlvereine. Ohne Limit dürfen sie etwa Geld in Kampagnen pumpen, bevorzugt solche, die Kandidaten schlecht machen. Wenn wir uns die amerikanischen Super-PACs anschauen, wo Einzelpersonen teilweise 100 Millionen Dollar einfach an so eine Vorfeldorganisation geben können, deren Aufgabe es nicht ist, zu sagen, wofür steht unser Kandidat, sondern warum sollen Wähler den anderen Kandidaten nicht wählen. Natürlich geht es da einfach auch um Macht und die Möglichkeit für einzelne Personen wirklich Einfluss auf den Wahlkampf zu nehmen. Vielleicht einen Kandidaten durchzusetzen, der danach wirtschaftliche Interessen
dieser Vorfeldorganisation befürwortet. Natürlich muss man sich da fragen, was hat das noch mit so einem grunddemokratischen Verständnis zu tun? Die Geldmacht der Super-PACs. Für Van de La auch der Grund, warum Obama immer öfter bei Spendengalas auftritt. Ein Abend mit George Clooney spült schon mal 15 Millionen Dollar in die Wahlkasse. Geld, das die Kandidaten brauchen, um den Gegner zum Schluss noch einmal richtig fertig zu machen. Allein der Showdown soll diesmal 2,5 Milliarden kosten. Die negativen Kampagnen, die sich häufig gegen den Charakter eines Kandidaten wenden, sind deutlich effektiver als jetzt reine Policy-Kampagnen. Gleichzeitig muss man auch sagen, viele dieser negativen Botschaften sind vielleicht nicht immer wahr oder sind zu zugespitzt dargestellt. Wenn ich allerdings in der Woche vor dem Wahltag meine sämtlichen negativen Botschaften noch mal in 60-sekündigen Werbespots übers Fernsehen jag, kann niemand mehr mit einer Unterlassungsklage kommen und sagen, nehmt die wieder runter. Das heißt, da wird einfach sehr, sehr viel Geld einfach noch mal für die letzten zwei Wochen in Reserve genommen. Julius Van de La war 26, als er in Obamas Team kam. Heute hilft er deutschen Politikern, ihren Auftritt nach US-Vorbild aufzumöbeln. Den Glauben an politische Ideale hat er sich bewahrt, doch den Wahlzirkus sieht er pragmatisch. Dann bekriegt man sich für mehrere Wochen, mehrere Monate, im US-Wahlkampf vielleicht sogar für Jahre. Am Schluss gewinnt einer der beiden Kandidaten und sagt, wir hatten a hard-fought battle, also einen sehr, sehr harten Wahlkampf. Und trotzdem geht es jetzt weiter. Wir sind alle Amerikaner. Wir glauben alle an das größere Amt des Präsidenten. Und dahinter versammeln wir uns alle wieder als Amerikaner. Ein Wahlkämpfer, Julius Van de La. Am 6. November drückt er, klar, dem Präsidenten die Daumen.